Hallo Freunde, was geht ab? Gestern Abend war nichts mit Blue Moon. Ich habe versucht, gestern ein paar schöne Bilder zu machen, aber keine Chance. Die Wolkendecke war richtig dicht. Man konnte kaum was sehen. Also ich habe zumindest nichts gesehen gestern Abend. Vielleicht gab es in manchen Ecken hier in Deutschland, wo es möglich war, aber ich habe heute nichts gesehen. Heute um 5 hatte ich die Möglichkeit, da ist die Wolkendecke etwas aufgerissen und dann hatte man die Möglichkeit, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, eine Stunde vielleicht, den Mond zu sehen. War natürlich etwas größer als sonst. Da war richtig hell. Aber das war's. Dann hat sich wieder die Wolkendecke wieder zugezogen und da war vorbei mit Blue Moon. Ja, was steht heute an? Heute steht an, Basics, Fotos zu bearbeiten. Meistens werde ich immer meist gefragt, wo die Unterschiede sind zwischen Print und Web. Die Unterschiede sind eigentlich ganz groß. Zum Beispiel gerade wenn man in den Druck geht und man will Bilder bedrucken, da ist es wichtig einfach, dass die Bilder auf jeden Fall 300 dpi haben, sonst wird das nichts. Und da werde ich drauf eingehen, Skalierungen, klein oder groß, die Bilder zu bearbeiten. Ja, das sind so die Basics. Ansonsten, heute steht ein ganz unangenehmer Zahnarzttermin. Aber ich denke, ich bin in guten Händen, das werde ich schon irgendwie schnell meistern. Das soll eine Kontrolle, das mache ich einmal im Jahr. Und dann passt es. Ja, ansonsten, je nachdem wie das Wetter mitspielt, oh, das sieht nicht mehr gut aus. Zumindest jetzt zieht sich das wieder zu. Graue Wolken, vielleicht regnet das oder vielleicht schneit es, keine Ahnung. Es ist ziemlich kalt geworden. Naja, ich lasse mich mal überraschen. Was steht sonst noch an? Versuche gerade mein Branding zu ändern, ja, auf YouTube. Ich hatte jetzt über ein Jahr so einen kleinen Schriftzug rechts unten und habe jetzt ein Logo entworfen, was ein bisschen besser aussieht. Ich bin jetzt bei den letzten, meine letzten Skills, also meine letzten Aufgaben zu machen. Da braucht nicht mehr viel. Sieht so schon mal ganz gut aus. Ich denke, dass ich die Tage dieses Logo dann hochlade. Ja, bin mal gespannt. Ja, ich freue mich jetzt auf erstmal in die Stadt. Sehr wenig auf dem Zahnarzttermin, aber da muss ich durch. Bis gleich. Ich bin gerade ziemlich zügig gerade. Bin schnell in Düsseldorf angekommen. Und ich springe jetzt mal kurz rein zum Zahnarzt. Hallo. Hallo. Bitte schön. Einmal zum Doc. Ja. Super, danke schön. Danke. Ich habe die erste Tage. Danke schön. Bitte. Ciao. Tschö. So, hier ist aber jetzt aus. Dass da eventuelle Karies entstehen könnte. Ja. Irgendwie nochmal was aufgefallen? Nee, gar nichts. Okay. Aber das wird sich ja jetzt zeigen gleich, ne? Richtig. Boah, sieht gut aus. So, Mann, bin ich froh, dass ich das hinter mir habe. Zähne sauber, super poliert. Und ja, eine Blombe muss aber ganz wenig gemacht werden. Nicht der Rede wert.
Gott sei Dank wieder angekommen. Bevor das Mistwetter richtig anfing, wieder zu regnen. So, wieder zurück im Studio hier. Da wollen wir mal schauen, wo die Unterschiede im Photoshop sind für Bilder, die im Print- oder im Webbereich gebraucht werden. Es sind gewisse Punkte, die man achten muss. Wenn es zum Print geht, sollte man wirklich Bilder für 300 dpi mindestens haben. Man kann erreichen auch 150, aber 300 sind optimal. Und wenn es natürlich Bilder fürs Web, fürs Internet, dann reichen auch 72 dpi, weil da sehen die Bilder scharf aus. Mehr braucht es auch nicht. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das in der Praxis aussieht. So, jetzt starte ich erstmal Photoshop. So, ich hoffe, ich komme klar und sauber rüber. Auf geht's. Photoshop ist am Laden. Da haben wir die Oberfläche mit Steuerung O. Komm, Junge. Mit Steuerung O hole ich mir die Bilder rein. Markiere die zwei. So, fangen wir mal hier mit dem Mini an. Genau, der Mini ist bei einem Fotoshooting bei BMW Timmermans mal entstanden. Das Bild sollte zum Druck gehen. Also die Auflösung wichtig. 300 dpi muss das auf jeden Fall haben, damit das gedruckt werden kann. Sauber und klar. Es können auch 150, geht auch, aber man sieht dann halt Unebenheiten auf dem Bild. Also 300 dpi ist die beste Auflösung. Das andere Bild, was ich mal jetzt letztens gemacht habe, hier mit den schönen Papageien, die ab und zu mal von Düsseldorf nach Hilden und von Hilden wieder nach Düsseldorf fliegen. So, das habe ich fürs Internet geschossen und dann hat man hier 72 dpi Auflösung. Das würde zum Beispiel reichen fürs Internet. Man hat natürlich aber eine gewaltige Breite und Höhe. Man kann die Breite natürlich auf 2000 reduzieren. Automatisch wird dann die Höhe auch richtig eingestellt. Auf OK. Zack, hat man das Bild auf die jeweilige Größe. Und da ist es von der Auflösung, auch von der Breite und von der Höhe nicht so hoch. So, das sind die Basics, die man im Photoshop eben halt kontrollieren kann. Ne? Ich könnte auch das Bild hier zum Beispiel auf 1000 Pixel reduzieren, also auf 1000 Pixel Breite reduzieren, dann wird das noch kleiner. So, dann könnte ich aber auch die Auflösung ändern. Ich könnte aus dieser Auflösung zum Beispiel 200 machen, auch zum Druck, um es zu drucken. Ne? Da braucht der Rechner ein bisschen Bearbeitung. Aber im Prinzip hat man das, aber man merkt, dass es ein bisschen pixelig wird, weil der Rechner eben ein paar Pixel dazu rechnet. Und klar, die Pixelpunkte, die er hat, haben ja nicht die originaltreue Farbe, sondern die Pixel, die dazu gerechnet werden, nehmen sich Farbe von den Nachbarnpixeln. Deswegen sehen diese Pixel eben halt ein bisschen unscharf aus, machen das Bild eben halt unscharf. Ne? Und deswegen sollte man immer darauf achten, von vornherein, wenn man ein Bild macht, eine Kamera, die Kameraeinstellung, meistens sind Bilder, die mit Fein gemacht werden, 300 dpi und die Fotos, die mit geringer, weiß nicht, Qualität eben dann angegeben werden, meistens steht das in den Settings von der Kamera, dann ist das natürlich geringer, meistens immer auf 72 dpi. Das sind so die Feinheiten oder die Basics, wie man Fotos eben halt kontrolliert in Photoshop. So, das war's für heute. Mir hat das Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und bis zum nächsten Mal.